das hier ist ganz eine besondere Unterhose, und zwar ist es eine Schnellschiesserhose. Was es mit der auf sich hat und auch mit dem öffentlichen WC hier, das ist das Thema in den SRF Kids News. Schön, bist du mit dabei bei deinen SRF Kids News. Was es mit dieser speziellen Frauenunterhose auf sich hat, das erfährst du später in dieser Sendung. Im Allgemeinen geht es heute um den Weltfrauentag. Der ist diese Woche und jedes Jahr am 8. März. An diesem Tag denken die Menschen an die Rechte für die Frauen. Und dazu habe ich dir eine Quizfrage. Seit wann dürfen die Frauen in der Schweiz wählen und abstimmen? A. Seit 1921, also seit etwas mehr als 100 Jahren. Oder B. Seit 1971, also seit etwas mehr als 50 Jahren. Die Antwort findest du in dieser Sendung heraus. In der Schweiz durften lange nur Männer wählen und abstimmen. Die Frauen waren vor allem für den Haushalt und für die Kinderbetreuung zuständig. Die Männer fürs Arbeiten. Wir haben dir zu dem Thema ein paar alte Videos herausgesucht. Und als ich diese Videos zum ersten Mal gesehen habe, habe ich zuerst so ein bisschen lachen. Und nachher hat es mich dann aber auch traurig gemacht für die Frauen, die vielleicht auch gerne arbeiten wären und sich den Haushalt aufteilt hätten. Was die Kinderreporterin Eloise und der Kinderreporter Marius dazu meinen, das siehst du jetzt. Wir schauen ein paar Jahre zurück. Es geht ums Autofahren. Marius, Eloise, bereit? Ja. Fahren die Frauen schlechter Auto als Männer? Nein. Ich bin selber 30 Jahre Auto gefahren, aber da sind die Frauen noch nicht gefahren. Ich habe das Gefühl nicht. Also in jedem Fall, ich habe immer Angst, wenn mir eine Frau begegnet im Auto. Also ich finde das ein bisschen krass, dass man wie noch gefunden hat, Frauen können nicht so gut Auto fahren. Und manchmal, wenn meine Mutter fährt, machen wir manchmal halt so, einfach so ein bisschen zum Spass, halt so Sprüche. Frau am Steuer, ungeheuer oder so irgendetwas. Ich finde, meine beiden Eltern fahren eigentlich gleich gut im Auto. Meine Mutter fährt vorsichtiger. Wahrscheinlich war es früher so, dass wir die Männer zuerst sind am Auto fahren waren. Und darum denkt er, wahrscheinlich sind wir mehr Erfahrung. Eine Frau fährt schlechter, weil sie Frau ist. Oder ein Mann fährt schlechter, weil er ein Mann ist. Und einfach, weil er vielleicht einfach weniger gut gelernt hat. Wenn wir schon beim Lernen sind, wie fährst du mal Auto? Ich sitze wahrscheinlich ganz entspannt im Auto und bin jetzt nicht mega gestresst oder so. So, ich würde wahrscheinlich alles kaputt fahren. Wie man seinen Wagen am besten sauber haltet und wie man ihn richtig pflegt, das wird man an einem kurzwilligen Kursnachmittag erfahren. Man kann bekanntlich putzen und putzen, meine Damen. Und was liegt der Schweizer Frau näher als das Putzen? Sagt der Kursleiter. Der Seitenspiegel ist auch nicht nur fürs Make-up, sondern für die Sicht nach hinten bestimmt. Es ist einfach komisch, wenn man so ein Video sieht und so etwas hört. Das ist einfach, ja, nicht so nett. Und ich finde es dumm, dass man wie einfach sagt, ja, Frauen sind gemacht zum Putzen. Vielleicht war das hier so. Ich bin nicht dann aufgewachsen. Nein, ich tue überhaupt nicht gerne putzen. Nein, ich bin nicht gerne putzen. Wenn du putzest, wie sieht das aus? Fertig. Okay. Mein Mann ist Werbeberater. Er kommt über den Mittag heim zum Mittagessen. Ich war Sekretärin. Ich habe noch 2 Jahre gearbeitet, bevor wir Kinder hatten. Der Haushalt tut einem ja wirklich nicht. Er füllt einem schon auszeitlich, oder? Aber gerade etwas geistreich ist sie eigentlich nicht, oder? Abwaschen und betten und Kinder raus tun. Sie macht einfach alles und der Mann ist am Arbeiten. Sie hat ja auch ihren Beruf dafür aufgegeben, dass sie daheim bleiben kann. Ja, muss jeder selber wissen, ob man das jetzt machen will oder nicht. Bei uns ist schon meistens die Mami daheim und so, wenn wir vor der Schule heimkommen. Sie tut auch so Wäsche und solches Zeug macht mehr Sinn. Mama tut einmal Betten und so und der Papa tut Wäsche. Ich würde schon auch gerne arbeiten und ich würde jetzt nicht gerne einfach die ganze Woche Hausfrau sein und nie arbeiten. Vielleicht so ein Teil. Der andere Teil ist dann halt ja, meine Frau oder ja. Und dann ja, wird man sich das dann einfach so aufteilen. Von Teilen haben die Männer in der Politik lange nichts wissen. Sie haben allein bestimmen. Okay. Ich habe eingestimmt. Was war der Grund? Ja, ich habe den Grund so angeschaut. Frauen haben daheim genug geschaffen. Frau ist mehr lieb und recht im Haushalt. Für das öffentliche Stimmrecht bin ich grundsätzlich dagegen. Sind Sie da mit Ihrem Mann einverstanden? Jawohl.
Ich bin also überzeugt, eine Frau muss gehört in die Küche und in den Haushalt. Ich finde es mega dumm, weil ich finde, Frauen sollten genau gleich viel Recht haben, um abstimmen und Sachen können verändern wie Männer. Und ja, also ich finde es einfach komisch, dass das früher so war, dass nur Männer können abstimmen konnten. Ich finde es schon recht krass, weil halt irgendwie 50 Jahre und halt so ein riesiger Unterschied. Also es ist ja nicht so, dass die Leute in der Steinzeit gelebt haben oder so. Logisch, es gibt dumme Frauen und gescheite Männer und umgekehrt. Aber ich glaube, insgesamt sind beide etwa gleich schlau. Beide sollen einfach stimmen gehen und nicht einfach, der Mann ist sicher nicht schlauer. Ich bin mega froh, ist es nicht mehr so wie in diesen Videos. Weil also, ich gerne auch Sachen entscheiden und ich würde das gar nicht cool finden, wenn ich so nichts könnte sagen könnte. Du siehst, es ist also ganz viel gegangen. Die Frauen mussten sich fest wehren, dass sie gleich behandelt werden wie die Männer. Und es gibt auch heute noch Sachen, wo Frauen noch nicht gleichberechtigt sind. In diesem Zusammenhang hast du vielleicht auch schon mal das Wort Feminismus gehört. Was das genau bedeutet, das erklären wir dir jetzt. Das Wort Feminismus kommt ursprünglich aus dem Lateinischen. Femina bedeutet die Frau. Im Feminismus setzen sich Menschen für Frauen und Mädchen ein. Sie sollen gegenüber Männern nicht schlechter behandelt oder benachteiligt werden. Seit mehr als 200 Jahren setzen sich vor allem Frauen in Europa dafür ein, die gleichen Rechte und Chancen wie Männer zu haben. Zum Beispiel in der Politik. Lange war es nämlich üblich, dass nur Männer in der Politik entscheiden durften. Frauen durften beispielsweise nicht wählen gehen. Sie sollten zu Hause bleiben und sich um die Familie kümmern. In der Schweiz mussten Frauen lange warten, bis auch sie wählen und abstimmen durften. Erst im Jahr 1971 war es soweit. Das ist gerade mal etwas mehr als 50 Jahre her. Damit war die Schweiz fast das letzte Land in Europa, in dem die Frauen in der Politik mitbestimmen durften. Von dem Zeitpunkt an setzten sich immer mehr Frauen in der Schweiz dafür ein, dass sie gleich behandelt werden und auch die gleichen Rechte haben wie Männer. Manche Frauen waren nicht mehr damit einverstanden, dass ihre Väter oder Ehemänner über sie bestimmen durften. Sowas war nämlich bis dahin vielerorts ganz normal. Die Frauen wollten nun selbst entscheiden, wie sie leben möchten. Zum Beispiel waren sie schon lange unzufrieden, dass fast nur sie für Hausarbeiten wie Kochen und Putzen zuständig waren und dass sie sich ganz selbstverständlich um die Kinder kümmern mussten. Es gab auch Frauen, die einen Beruf haben und selber Geld verdienen wollten, ebenso wie die Männer. Lange Zeit war bei verheirateten Paaren klar, die Frau geht nicht mehr arbeiten, sobald Kinder da sind. Deshalb forderten viele Frauen, die Arbeit in der Familie gerechter aufzuteilen. In den vergangenen 200 Jahren hat sich viel getan. In der Schweiz, in Europa und vielen anderen Ländern auf der Welt haben Frauen und Männer laut Gesetz die gleichen Rechte. Trotzdem gibt es Berufe, in denen Frauen immer noch weniger verdienen als Männer. Und das, obwohl sie genau die gleiche Arbeit machen. Und meistens sind es eben auch heute noch Frauen, die sich häufiger um Kinder und den Haushalt kümmern. Auch deshalb gibt es heute noch Menschen und Organisationen, die sich für die Rechte von Frauen und Mädchen einsetzen. Und hast du herausgefunden, seit wann das Frauen dürfen wählen und abstimmen? Die richtige Antwort ist B. Seit gut 50 Jahren gibt es das Frauenstimmrecht in der Schweiz. Jetzt reisen wir zurück in die Geschichte und eben zu dieser Schnellschiesser-Unterhose. Jessica Meister kennt sich auch gut in der Geschichte aus und hat mir auf einem Frauenstadtrundgang spezielle Orte in der Stadt Zürich gezeigt, wo die Frauen geprägt sind. Ein kleines, herziges WC-Häuschen mitten in der Stadt Zürich. Da innen schmeckt es, wie es halt in den WCs so schmeckt. Und es ist ein spezielles öffentliches WC, weil vor 130 Jahren ist das eröffnet worden und es war das erste WC, das Frauen dürfen brauchen. Jessica ist jetzt bei mir, sie ist Historikerin. Wo sind denn Frauen früher aufs WC? Naja, Frauen und Männer sind früher einfach
draussen halt aufs WC, wie man es heute machen würde. Da hat es zum Beispiel einen Baum, kann man da unter einem Baum das Geschäft erledigen. Man ist hinter einer Hausecke, in Strassengraben, hinter einem Busch. Einfach so ein bisschen an ein verstecktes Örtchen gegangen. Der hat wahrscheinlich mega gestunken. Dementsprechend hat es geschmeckt. Und die Frauen haben da noch etwas sehr Spezielles angehabt, gell? Also die Frauen haben weite Röcke angehabt, teilweise gar keine Unterhose unten. Dann haben wir das Geschäft gut erledigen können. Es hat spezielle Unterhosen gegeben, oder Hosen, sogenannte Schnellschiesser, die ich hier mitgenommen habe. Schnellschiesserhosen? Schnellschiesser, genau. Die sind eben gegen unten offen gewesen, wie man da sieht. Ah, die kann man dann so zusammenbinden? Ja, genau. Man steigt hier rein, bindet es zusammen. Gegen unten offen, wir können schnell schiessen damit. Darum schnell schiessen. Also früher war es definitiv viel komplizierter, um aufs WC zu gehen. Und heute ist es dementsprechend auch sauberer auf der Strasse. Und Sauberkeit ist auch ein ganz wichtiges Thema an dem Ort, wo wir jetzt zusammen hingehen. Wir sind jetzt hier in der Frauenbadi. Früher, noch vor über 100 Jahren, war die Badi nicht einfach zum Spass da. Genau, vor über 100 Jahren gab es noch kaum Badezimmer in den Wohnungen. Das heisst, wo hat man sich waschen können. Und genau zu diesem Zweck, um sich zu waschen, hat man dann in der Stadt Frauenbadis errichtet, aber auch Männerbadis. Und wieso sind die eben auch so getrennt gewesen? Ich meine, heute, du kennst es sicher auch, man geht mit der ganzen Klasse in eine Body. Früher ist das natürlich nicht gegangen. Dann hat man ganz strikt zwischen den Geschlechtern getrennt. Und die Frauenbody war auch überdacht gewesen. Man konnte also nicht reinspienzeln. Hier in der Frauenbody hat auch der erste Schwimmunterricht für Mädchen in der Stadt Zürich stattgefunden. Und man muss sich vorstellen, die Buben haben schon 100 Jahre vorher Schwimmunterricht. Also die haben schon 100 Jahre vorher gelernt, schwimmen. Jetzt sind wir hier bei Frau Münster. Und Jessica, wieso heisst Frau Münster Frau Münster? Das Frau Münster heisst Frau Münster, weil das ein Frauenkloster war. Und da fast 700 Jahre lang eine Frauengemeinschaft drin gewohnt hat, unter der Leitung von einer Chefin. Und die Chefin, der hat man Äbtissin gesagt. Sie ist wichtiger war, zum Beispiel als die heutige Stadtpräsidentin. Sie war einfach die mächtigste Person der Stadt. Ich finde es dann verrückt, da war so eine mächtige Frau. Und gleich, ich habe jetzt sehr schmal von so einer Äbtissin gehört. Wieso ist das so? Ja, das ist sehr typisch für die Art, wie wir Geschichte schreiben. Zum Beispiel in der Stadt Zürich gibt es 9 Denkmäler für Männer, aber nur 2 für Frauen. Und eines dieser Denkmäler ist an einer Äbtissin gewidmet, an der letzten Äbtissin von Zürich. Das sehen wir gerade hier. Das ist das Denkmal für Katharina von Zimmern. Und das Denkmal, das gibt es seit etwa 20 Jahren, also wirklich nicht lang. Und das zeigt einfach, dass man heute immer noch davon ausgeht, dass halt die Geschichte der Frauen nicht so wichtig ist. Aber dass das eben nicht stimmt, das sieht man gerade am Beispiel der Äbtissin. Jessica, ich danke dir vielmals für den interessanten Stadtrundgang. Auf srfkids.ch habe ich dir mehr zu diesen Äbtissinnen geschrieben, weil es hat mir echt zu denken gegeben, dass es früher so mächtige Frauen gegeben hat und ich noch nie etwas von denen gehört habe. Wir sind auch nächste Woche wieder für dich da und dass du es dann nicht verpasst, abonnierst am besten diesen Kanal. Bis dann, hab ganz eine gute Zeit.